Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Dying. Und wir sind ja in der erstmal dem Jungen einfach poolen hier. Erstmal schön mit dem Baseballschläger reinhalten. So, Slingshot. I don't know how to use a Slingshot. Dann lass uns mal gucken. So, wir müssen hier mal einmal schauen. Wir brauchen Holz. Wir müssen in die U-Bahn. U-Bahn und wir müssen natürlich. Das wollte ich nicht. Das auch nicht. Was wollte ich denn? Ich wollte eigentlich gucken, wie das mit Codys Fähigkeiten ist. Überleben, Kampf. Beobachte, wie Endling die Zombies ausschaltet. So, Zielübung mit der Schleuder im Hinterhof hat er aber gemacht. Also frage ich mich, wo er mal anzeigt. Ja, ich weiß nicht, wie ich die Steinschleuder benutzen soll. Ein bisschen merkwürdig. Crafting. Wir müssen ihm noch beibringen, 8 Lebensmittel herzustellen. Das geht eben halt auch mit Wasser. Lass Cody Werkzeugbank 15 Stoffstreifen herstellen, das machen wir auch noch. Wir müssen ihm beibringen, wie man verschlossene Türen öffnet. Und wir müssen ihm zu verschiedenen Orten führen. Ja gut, das kommt eben halt automatisch. Mal gucken. Das sehen wir mal. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Hauch von nichts. Doch, wir werden immer ein paar Sachen. Also mal reinschmeißen. So, alles lagern. Alles lagern. Erstmal alles speichern, was wir haben. Stoffstreifen. Benzin. Steinschleuder, die müssen wir eigentlich auch mal reparieren. Almost Mats. Ja, Mats müssen wir natürlich auch noch haben. Achso, was brauchen wir hierfür? Hier brauchen wir Metallplatten und Holz. Na gut, im Prinzip brauchen wir sowieso alles. Na, genauso wie hier. Wir müssen auch Stoffstreifen, Kohle und Metall. So, und hier haben wir auch ein bisschen was zu essen. Ja, wir schossen mit dem Baseballschläger raus. Der hat 21,40. Achso, haben wir eigentlich die Werkbank repariert? Die haben wir repariert. Okay. Die könnten wir sogar machen. Also warte mal, die Crowbar können wir doch eigentlich. Haben wir eine Crowbar? Die Crowbar haben wir nicht. Lass uns mal die Crowbar mal craften. Weil wir die eher noch mal brauchen. Auch von der Wegs, eben gerade für die, auch für die U-Bahn. Lass uns mal raus. Mal gleich ein bisschen hin und her reisen. War schon laut. Guck mal hier, siehst du, da können wir nämlich dann gleich schon mal gucken. Cody aufschließen, das macht er nicht. Okay, dann machen wir das. So, was kriegen wir? Wir kriegen eine Fleischkonserve, das ist gut. Cody, komm mal mit. Machen wir nochmal umschauen. Wie schaut es aus? Haben wir leere Flaschen dabei? Nee, okay. Ich glaube, hier hatten wir schon geguckt in der letzten Folge, ne? Wir kennen ja so einigermaßen zumindest die nähere Umgebung. Schade, dass man die hier nicht verwerten kann, hier die Kanister. Es wäre insofern ja Metall. Oh, hier können wir mit der Crowbar auch nochmal bei. Oh, nimm alles mit. Wir brauchen alles. Wir brauchen grundsätzlich alles und das tonnenweise. Cody, gib Gas! Wir haben den ganzen Tag Zeit. Siehst du, wir haben schon wieder 13 Uhr knapp. Der Tag schon wieder vorbei. Kaum sind wir aus dem Haus, schon ist der Tag schon wieder vorbei. So, hier war nichts. Nee, da kamen wir nicht rauf. Dann brauchen wir ja wieder diese Holzplanken. Und da. Loslassen, angreifen. Halten zum Zielen. RB. Oh, machen wir das halt so. Ah, siehst du, guck mal, alles gleichzeitig. Mach doch mal ein bisschen leise. Das kommt mir irgendwie so laut vor, ne? So. Stoffstreifen, nimm mal mit. Stoffstreifen ist gut. Und wir lassen Kohle nochmal zuschauen. Holz, sehr gut. Holz brauchen wir auch massig. So, haben wir. Cody, kommst du? So, da kommen wir nicht weiter. Wollen wir nochmal kurz in die U-Bahn? Wollen wir uns das nochmal leisten? Komm, wir gönnen uns das nochmal. Links mal ein bisschen gucken. Oh, Weltkarte. Zur Stadt. Nein, wir können. Achso, doch, zur Stadt, natürlich. Ich wollte gerade schon sagen, hey, wieso zur Stadt? Aber ist klar, da ist ja die U-Bahn. Das ist ja Blödsinn.
So, looks like things have calmed down quite a bit after the earthquake. Also, es hat sich wohl ein bisschen beruhigt nach dem Erdbeben. Those things are still lingering through. Through. Let's carefully head to the subway. Okay, also wir sollen in den Subway gehen, klar, logisch. So, da kriegen wir den Hinweis, dass wir eben halt, wie immer, dass wir, dass die Zombies markiert sind. So, sehr gut, Klamotten sind in Ordnung. Kann das Cody machen? Nee, er kann das noch nicht. Sehr gut, da waren ja auch gerade noch irgendwelche Teile dabei. Ups. Mist. Wie viel haben wir? 65? Oh, was war das? Mom, you're bleeding! Oh, scheiße. Es ist nichts, es ist nur ein Kratzer. Also, deine Menge Blut ist schon in Ordnung. Deine Mama geht's gut. Mach dir keine Sorgen. You don't look fine. Du siehst nicht gut aus. Ja, okay, warte mal. Wir haben ja noch mal eine... So, endlich. Zack. So, das geht schon. So, einmal Cody. Mach mal wieder auf, bitte. So, Schrotthaufen. Und da ist auch noch ein Zombie. Machen wir erstmal die ganzen Zombies weg, würde ich sagen. Aus der Distanz geht das immer ganz gut. Sehr schön. Weil natürlich wie nichts fallen lassen, der Bagelot, ne? Und wir switchen gleich mal auf das Stemmverwendung, Endling ausrüsten. Wir können ja gar nichts mehr mitnehmen. Das finde ich jetzt nicht so schön. Na gut, wir können vielleicht mal ein oder zwei Zombies nochmal kaputt klauen. Kaputt hauen. Deutsch. Geschlossene Box. Ach ja, das war die Geschichte. Haben wir eigentlich da jemals einen Code für gefunden? Ich glaube nicht, ne? So, Cody. Geschaut's. Cody hat das eingesammelt. Sehr gut. 1818. Oh, die Crowbar hat aber auch nicht so viel, ne? Also die nimmt. Die bringen jetzt auch nicht allzu viel. Hinweis. Lautet 550. Lieber Wang, danke, dass du mir hilfst, den Laden zu halten, damit ich einen seltenen Ausflug zu meinen Freunden machen kann. Aber ich habe vergessen, dir gestern Abend das Passwort für den Nottresor zu sagen. Es ist 3 Uhr nachts, es ist unhöflich, sie um diese Zeit anzurufen. Also lege ich diesen Zettel auf den Tresen. Ich bin sicher, dass sie ihn morgen früh als erstes sehen werden. Das Passwortfeld befindet sich unter dem Tresen. Das Passwort lautet 550 Grace. Okay, also offensichtlich haben wir es dann doch schon mal gefunden. Ja, Problem ist allerdings... Naja gut, wir haben sowieso 18 Uhr. So viel können wir heute eh nicht mehr reißen. Der Rucksack ist voll, war klar. Können wir hier noch was stacken? Cody pflücken. Backpack ist voll, ja, ja. Man kann ja zumindest mal reingucken. Cody, ah, zumindest das. So, 5. Ups, nee. Hallo? 5. So. Machen wir auf, Cody. Was haben wir drin? Wir haben Erste Hilfe und eine Fleischkonserve. Die Fleischkonserve können wir mitnehmen, können wir stacken. Sonst kommen wir nächsten Tag nochmal wieder. Ich hoffe, dass das nicht despawnt. Sollte aber eigentlich nicht. Gut. 19.25 Uhr. Guck mal gerade. 13 Uhr. 13 Uhr. 13.20 Uhr wegen der Crowbar. So, Handbuch. Nach unseren Beobachtungen. Es ist effektiv, ein Megafon zu verwenden, um eine Herde von Zombies zu induzieren. Aber es ist extrem instabil und kann nur für ein paar Stunden am Stück verwendet werden. Seien Sie sehr vorsichtig, dass Sie es nicht anziehen. Dass Sie es nicht anziehen, zu viele Zombies. Ah, sonst gräbst du dir dein eigenes Grab. Ja, gut. Das ist wieder Übersetzung on point. Oh, da muss man aufpassen. Wieder zurück. Cody, komm. Da sind 2 Zombies. Das finde ich jetzt etwas nicht un. Das finde ich nicht so geil jetzt. Hallo? Machen wir sonst nächsten Tag. So, können wir alles stacken. Sehr gut. In die U-Bahn gehen wir auch am besten nächsten Tag. 22 Uhr kriegen wir, glaube ich, unsere Anfälle, ne? Rucksack ist komplett voll. Ah, sehr schön. So, hier war das mit der Katze.
Komm, pass mal auf, Cody, wir gehen wieder nach Hause. Wir haben sowieso 22 Uhr. Aber das, was wir stacken können, nehmen wir natürlich, ups, nehmen wir natürlich gerne noch mit. Also Baseballschläger schon gar nicht so verkehrt. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Cody, kannst du Benzin holen? Nee. Haben wir hier nicht noch auch ein Auto übersehen? Ach, egal. Ich sag die ganze Zeit, komm, lass uns nach Hause und ich gucke hier mal durch die Gegend. Ich kann es auch nicht sein lassen, ne? Ich muss immer den Weg nutzen. Na komm, Cody. Jetzt können wir nach Hause. Und wir haben fast 23 Uhr, dann dürfen wir auch nach Hause. Oh, wir müssen was trinken vor allem. Nach Hause, zack. Und mal fix was trinken, dann können wir ins Bett. Sehr schön, haben wir. Das erstmal für mich. Wie geht's Cody? Achso, okay. Cody, wie schaut's aus? Backpack ist voll. Nee, ich will einfach nur scannen. So. Wie geht's ihm? Oh, ist noch ganz okay. Dann lass uns mal hier ein bisschen reinmüllen. Einmüllen. Alles lagern. Ah, so. Alles speichern. Das können wir, glaube ich, auseinandernehmen. Speichern wir trotzdem ab. Das nehmen wir auch mit. Das kommt in den Kühlschrank. Oh, die gehen nochmal aus dem Weg. So, leere Flasche. Sehr gut. Das können wir, glaube ich, auch nochmal hier lassen. Das lagern. Ja, das müssen wir nochmal reparieren. Achso, ja gut, da brauchen wir noch Holz für. Wir brauchen noch massig Holz. Das können wir auch nochmal einsammeln. Hallo? Cody pflücken. Ist das mal Cody? Wir nehmen nochmal die Flaschen, nämlich auch nochmal hier ein bisschen sammeln. So, wir müssen nach oben. Ein bisschen heier machen. Und wie gesagt, ich glaube, Ziel des Spiels, das ist ja Blödsinn, was ich gerade sage. Ich meine, sonst, ich glaube, die beste Strategie ist es tatsächlich dann zuzusehen, dass wir möglichst eben das, die Medikamentenwerkbank, dass wir die upgraden, dass wir die halt herstellen, upgraden. Müssen wir die natürlich nur reparieren, das fehlt uns hier noch. Können wir jetzt sogar machen, okay, verfolgen. Cody kann das noch nicht reparieren, ist klar. Jetzt können wir erstmal die Medikamentenwerkbank erstmal fertig machen. So. Hier müssen wir ganz wichtig bei. Jetzt können wir natürlich Bandagen machen. Bandagen. Kann die nicht genug Material? Okay. Cody darf das. Doch, Cody darf das schon. Umso besser. So, perfekt. Etwas hergestellt. Und er kann, glaube ich, Stoffstreifen. Wir hatten, glaube ich, ein paar Stoffstreifen waren auch noch da. Für ein Upgrade brauchen wir was? Wir brauchen 4 Bretter und 2 Metall. Also da sollten wir wirklich Gas geben, damit wir nämlich den ganzen Kram hier herstellen können. Und den ganzen Kram. Das werden nachher alle Sachen sein, womit wir dann bestimmte Symptome von Endlingen nämlich dann auch fixen können. Das wird wichtig werden. Deswegen müssen wir echt sehen, dass wir da Gas geben, dass wir hier die ganzen Werkbänke auf Maximum kriegen. So, einmal bedienen. Dann mach mal bitte die Stoffstreifen. Das kann Cody machen. Perfekt. So, dann machen wir uns noch einen Baseballschläger. Kann das Cody auch? Nee, das kann er noch nicht. Baseballschläger und... Achso, die geht natürlich wieder nicht. Brauchen wir mehr Holz für. Ja gut, das kriegen wir hin. Essen und Getränke. Ja, Essen und Getränke. Getränke haben wir noch. Die nehmen wir uns mal raus. Dann hauen wir uns selber mal eine rein. Eine für Endling. Hallo? Und eine für Cody. So. Und einmal für uns. Und einmal für Cody. So. Sind wir da schon mal safe. So, Fertigkeiten. Überleben. Bewege dich. Cody übrigens. Okay, das hat er auch schon gemacht. Bewege dich zwischen den verschiedenen Orten hin und her. 2, 10. Das sieht gut aus.
Wie gesagt, da fehlt uns noch, wie wir Zombies ausknipsen. 8 Lebensmittel sollen wir herstellen. 15 Stoffstreifen, 6 von 15 hat er. Sehr gut. Da sind wir da auch schon mal gerade vor. Was machen wir heute? Ich würde sagen, wir holen uns Holz. Hier brauchen wir noch das. Okay. Demontieren. Ich will das nicht demontieren. Aber wir brauchen auf jeden Fall Holz. Achso, und wichtig, das möchte ich ausrüsten, weil das hat nämlich 40, eine Haltbarkeit von 40. Und die Crowbar hat nämlich nur 20. Also deswegen sollten wir eigentlich immer Baseballschläger machen. Und wir gehen jetzt nochmal zurück in die Stadt und mal ein paar Zombies klopfen. Ja, okay. Ein paar Zombies klopfen, dann müssen wir noch in die U-Bahn rein. Wir müssen Holz holen. Dann können wir nämlich gleich dann auch diese Bretter craften. Wir müssen vorsichtig sein. Upsa, nicht gut. Aber das ist insofern gut, als dass wir... dass wir die beiden Zombies ein bisschen auseinanderziehen können. So, ein bisschen heilen. So, geht's dir gut, Cody? Oh, ne, ich glaube ja. Mal ran. Ja, gut. Lass was fallen! So, was brauchen wir hierfür? Das ist aber auch ein bisschen assi, ne? Dass wir dann hier für diese Akustikanlage, dass wir dafür eben noch diese Zahnräder brauchen. Ich frage mich, wofür. Stärke. Ugh. Damn it, it's locked. I'm sure we can find some useful inside. Ja, definitiv. We need a lockpick. Ja, Lockpick können wir, glaube ich, auch craften. Aber nicht so dramatisch. So, kann das Cody machen? Nee, Cody kann das immer noch nicht. Aber Cody hat es gelernt. Von daher ist alles gut. Uns noch ein bisschen ziehen. Zombies, mal kurz aufs Radar gucken. Bandagen können wir uns erstmal eine ganze Menge machen, das ist schon mal nice. Ah, sehr schön. Cody, alles gut. Alles gut, Cody. Schön satt Holz mitnehmen. So, perfekt. Perfekt, dann haben wir das auch. Da ist nichts. Cody, kommst du? Jetzt nehmen wir natürlich alles mit, da können wir schön Essen machen. Und hier, wie viel Platz haben wir noch? Ja, perfekt. Noch ein bisschen mehr Holz. Ist zwar ein bisschen nervig, gerade am Anfang so ein bisschen, aber wir brauchen das ja. Und Cody lernt davon. Kann Cody bald selber Holz pflücken, hätte ich fast gesagt. Und wir brauchen das Holz ja. Gerade Holz brauchen wir auch massivst. Allein schon nicht Kohle. Wir brauchen ja auch noch Kohle für diese eine Aufwertung.
für die Wasserproduktion. Oh, sehr gut. Schön, jetzt mitnehmen. Oh, ist der Zombie kaputt? Ist da noch ein Zombie? Ist da, glaube ich, noch. Okay. Ist auch noch Holz. Komm mal ran. Oh, guck zu. Guck zu, Cody, wie ich sie alle platt mache. Oh, sehr schön. Wieder so ein kleines Klamottenstück. Dann kann nämlich Cody dann auch bald wieder ein paar Streifen herstellen. Sehr gut. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Oh, schon fast voll an Holz. Ja. Oh, ist schon wieder 20 Uhr. Ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Wieder zwei. Gute Nacht. So. Mein Zombie spawnt ja auch wieder. Das hatten sie auch mit einem Update eingeführt. Backpack ist voll, na toll. Aber es ist nicht so dramatisch. So, können wir nichts mitnehmen? Den Ziegen können wir noch mitnehmen. Cody hat Hunger. Schade. Cody hat Hunger. Haben wir was zu futtern dabei? Auch nicht so wirklich. Okay. Kann das Cody machen? Nee. Na, wir können das wenigstens schon mal... Oh, wir müssen nach Hause. Wir haben es 10 Uhr. Komm, Cody, wir müssen schnell weg. Uns zu Hause ausmüllen. Oder erstmal schlafen, dann ausmüllen. Aber ich glaube, die Zombies... Ich weiß gar nicht, wann die mal spawnen. So, schnell nach Hause. Zack. Mit Benzin kann man tatsächlich schneller reisen, aber gut. Hunger, ja genau, warte. Wie schaut's bei uns aus? Bei uns sieht es auch nicht so viel besser aus. Müssen uns aber erstmal leider doch ausmüllen. Das ist alles nix. So. Alles lagern, alles lagern. Alles lagern. Speichern. Alles lagern, alles lagern. Alles. Nee, warte mal, das behalten wir da drin. Das behalten wir auch da drin. Das lagern wir ein. Das brauchen wir gleich noch. Das kommt alles in die Futterkiste. Auch Kühlschrank genannt. Da alles rein. So. Brauchen wir dich einmal. Dich einmal. Was haben wir zweimal? Dann donnern wir uns jetzt noch ein bisschen was rein. Handling. Cody. Handling. Und so, damit wir wieder ein bisschen auf dem Damm sind für den nächsten Tag. Ab nach oben. Speichern. Und dann gehen wir. Nee, wir gehen erstmal in die Haie. So. Einmal lecker schlafen. Das siehst du mal. So läuft das schon mal gar nicht so verkehrt. Und wir müssen dann jetzt genug Holz da haben, damit wir uns vielleicht mal so ein, zwei Planken holen können. So. Genau, Tag 4. Wir machen ein kleines Päuschen. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge Undying wieder, wenn wir in die U-Bahn das nächste Mal gehen. Noch ein bisschen was craften. Momentan geht es ganz gut voran, aber wir wissen ja auch momentan, wie es funktioniert. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.